Marshall Bell und der Reiter aus Dänemark, Daniel Bachmann Andersen. Tja, ganz am Anfang gab es ein Glockenzeichen. War das ein Verreiten? Wie wird das bewertet? Spielt das überhaupt eine Rolle bei der Ausbildung? Wie habt ihr das gesehen da unten? Also Wolle, das war nicht verabredet, dass wir jetzt hier noch solche Zwischenfragen beantworten. Aber ich spiele den Ball natürlich gerne weiter. Heike, das war ein Verreiten. Klar, er hätte rechts statt links gemusst. Wie wird das bewertet? Es gibt natürlich Abzug bei jedem Richter. Es ist gleich zu Anfang passiert. Ich glaube, die haben es auch weggetan und sich erstmal weiter an diesem Ritt erfreut.